Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und der Name des jungen Mannes, den Sie eben sprechen und arbeiten gehört haben, ist Danush. Danush lebt in Sri Lanka, dem Inselstaat an der Südostspitze des indischen Subkontinents, der bis 1972 als Ceylon bekannt war. Sri Lanka könnte ein reiches Land sein. Tee aus Sri Lanka ist weltberühmt. Die atemberaubend schöne Landschaft zieht Touristen aus der ganzen Welt an. Und 2009 hatten außerdem die verfeindeten Volksgruppen der Insel, Tamilen und Singalesen, endlich Frieden geschlossen. Eigentlich hätten Danush und seine ältere Schwester Udeni ganz gute Chancen auf ein gutes Auskommen, ein gutes Leben, vielleicht Karrieren. Aber Sri Lanka ist Bankrott. Im April 2022 konnte die Regierung ihre Schulden nicht mehr bedienen. Die Wirtschaft stürzte ab. Seitdem geht es Danush und seiner Familie schlecht. Danush und Odeni sind reale Personen. Sie sind aber auch Beispiele für das Schicksal vieler Menschen im sogenannten globalen Süden. Genau wie Sri Lanka ein Beispiel für das Schicksal vieler Länder auf der Südhalbkugel unseres gemeinsamen Planeten ist. 15 Staaten sind seit Beginn der Pandemie bankrott gegangen. Rund 40 weitere können laut der Organisation Debt Justice kaum noch ihre Kredite bedienen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sprach vergangenen Sommer von einem systemischen Versagen. Mein Kollege Stefan Schulz aus der Wirtschaftsredaktion des Spiegel spricht außerdem vom globalen Schuldencasino im Zusammenhang mit diesen Staatspleiten. Stefan hat Danush und Odeni in Sri Lanka besucht. Und über die globale Schuldenkrise des Südens geschrieben. Vor zwei Wochen hat er mir hier im Studio davon erzählt und als erstes geschildert, in welcher Situation die Szene spielt, die wir am Anfang gehört haben. Ja, das war ein Nachmittag im Dezember, also gegen Ende der Monsunzeit in der Zentralprovinz von Sri Lanka, also wirklich ziemlich genau im Zentrum des Landes. Und da gibt es so ein Wasserreservoir mit so einem Fluss und an einer Flussbiegung gibt es so besonders feinen Sand. Der wird da irgendwie so von der Strömung so in einer gewissen Art getragen, dass er sich da immer in so Löchern sammelt. Und ähm, dieser Sand, der ist besonders gut geeignet für äh, die Bauindustrie. Und da treffen sich vor allem Jugendliche, also der Jüngste war 15, die Ältesten so 17 und schuften da von frühmorgens bis spätabends und haben so große rostige Schöpfkellen, mit denen sie so den Sand vom Grund kratzen, den dann auf so ein morsches Floß hiefen. Das Floß, das biegt sich dann irgendwie so gegen Ende des Tages. Manchmal zerbricht auch eins oder kentert, wenn sie es überfrachten. Und dann kommt irgendwann ein Laster von der Bauindustrie und kauft denen das ab. Und dann verdienen sie so 10, 12 Euro am Tag. Das sind halt alles so kleine, abgemagerte, ähm, junge Menschen, die eigentlich zur Schule gehen sollten und die stattdessen aber das machen müssen. Wenn du erzählst, dass sie sich da treffen, dass sie alle dorthin kommen und alle den, den Sand mit ihren Schöpfkernen aus dem Fluss holen. Das heißt, sie arbeiten nicht im Auftrag der Baufirmen, sondern auf eigene Rechnung als ja. eigene Produzenten dieses Sandes sozusagen. Genau, also die arbeiten auf eigene Rechnung. So als Freelancer könnte man sagen. Die kommen da halt einfach hin. Dann gibt's da so Fährmänner nennen sich die. Also das sind dann die Leute, denen die Flosse gehören. Die bringen sie dann über den Fluss. Der übrigens ziemlich reißend ist zu der Zeit, also der E eh, hat eine ganz schöne Strömung und wenn dann der Monsun ist, dann ist er nochmal reißender und teilweise haben sie dann so Seile, an denen sie sich rüberziehen. Teilweise bringen sie so die Fährmänner zumindest zur Mitte des Flusses und dem müssen sie dann auch noch was bezahlen und das geht dann noch mal von ihrem ohnehin sehr geringen Lohn ab. Das beantwortet gleich noch eine weitere Frage, weil ich habe mich gefragt, warum sie nicht damit das Floß halt nicht so leidet, häufiger hin und her fahren, wahrscheinlich, mhm. weil die Überfahrt schwierig ist, ne? Für genau, die Überfahrt ist super schwierig. Manche haben halt auch erzählt, dass da schon Leute ertrunken sind, ne? Also, das entweder bei der Überfahrt ist passiert, dass dir einfach die Strömung das Floß unter den Füßen wegreißt und dann hängst du an so einem Seil, ähm, oder dein Floß bricht halt einfach in der Mitte durch und wenn du da nicht schwimmen kannst und Pech hast, dann kommst du halt nicht ans Ufer. Das ist halt auch hochgefährlich und es ist definitiv kein Ort für irgendwelche Schüler und für irgendwelche Jugendlichen, die eigentlich ja zur Schule gehen sollten. Aber es muss sich ja lohnen, auch mit diesem Risiko, was du gerade beschrieben hast. Und dann. Gut, wir sitzen hier in Hamburg, das ist eine der reichsten Städte Deutschlands, und du sagst, zwölf Euro hm, sind am es Tag. am Tag, was hm. sie was sie damit verdienen können und arbeiten dafür stundenlang, habe ich bei dir gelesen. Die arbeiten so lange, bis ihre Arme nicht mehr mitmachen, ja. Also, ne, wie gesagt, sind so riesige Schöpfkellen, mit denen ähm, kratzt du dann den Sand vom Grund, das ist total anstreckend. Und dann musst du es immer hochziehen, musst das ja. Wasser so raus ähm, rausfließen lassen, dann hiefst du halt den Sand aufs Floß und also ich habe das einmal ausprobiert und äh, ich fand das wahnsinnig anstrengend und die machen das halt den ganzen Tag. Ne? Aber aus ihrer Sicht lohnt sich diese Tätigkeit, weil diese zwölf Euro, die für uns furchtbar wenig sind für so viel Arbeit, die du gerade beschrieben hast, ist für die ein guter Verdienst. Ich, man muss sich ja diese Relation mal vorstellen, wenn man sich nicht auskennt. Genau, also man könnte sogar sagen, bei der Familie, wo das jetzt so war, diesen einen jungen Mann, den ich da begleitet habe, da ist es wahrscheinlich existenziell, dass dieses Geld reinkommt. Ne? Also, dass er nicht mehr zur Schule geht und dieses Geld reinschafft. Ohne das Geld würden die schlicht verhungern. Also so existenziell ist das. Und wenn du jetzt nach Relationen fragst, dann wären zwölf Euro, wären so 4000 Rupien. Und man sagt, dass momentan so nach der ganzen ähm, Schuldenkrise, Inflation, über die wir ja noch sprechen werden, du um einfach nur ähm, nicht zu verhungern äh, bei einer vierköpfigen Familie ungefähr 30.000 Rupien bräuchtest. Also du könntest quasi, wenn du da so acht, neun Tage schuftest, dann könntest du das Existenzminimum der Familie bestreiten. Du bist eine Woche dort gewesen. Warum hast du Sri Lanka ausgesucht als Ziel? Ja, das ist eine gute Frage, weil dieses Thema, na, dass in sehr vielen Entwicklungsländern gerade die Schulden explodieren, ähm, das passiert eben in, na, laut UNO-Schätzung, in 54 Ländern gerade weltweit. Alle im globalen Süden. Alle im sogenannten globalen Süden, wobei der ja halt ne, nicht nur im Süden ist, ähm, aber der, na klar, der beinhaltet halt asiatische Länder, lateinamerikanische Länder, viele afrikanische Länder. Und Sri Lanka ist halt insofern ein geeignetes Beispiel gewesen, weil der Staat schon seit gut zwei Jahren pleite ist, also seit April 2022, weil sich da halt zeigt, dass sozusagen diese ganzen globalen Verwicklungen nicht nur dazu führen, dass Staaten pleite gehen oder zumindest an den Rande der Pleite gedrängt werden und dann eben sparen müssen auf Kosten der Bevölkerung, sondern dass wenn du pleite bist, dass du dann ähm, auch noch wahnsinnig schwer da wieder rauskommst. Nach der globalen Finanzkrise 2007-2008 begann sich eine Kreditblase zu bilden, spätestens ab 2010 denn damals waren die Zinsen niedrig und gleichzeitig gab es viel mehr Möglichkeiten für klamme Staaten, sich Geld zu leihen. Private Firmen und auch die großen Mächte Asiens gaben den Ländern des globalen Südens gern Kredite. Aber dann kam erst die Pandemie und dann Russlands Überfall auf die Ukraine und die Billionen-Dollar schwere Kreditblase platzte. Das war halt nicht wie früher, wenn du pleite warst, dann, dann bist du halt zum IWF gegangen und der hat dann irgendwie gesagt, du musst hier und da sparen oder deine Wirtschaft reformieren und dann gab es den sogenannten Paris Club, in dem fast nur westliche Staaten sitzen und dann wurde irgendwie ein Schuldenschnitt vereinbart, sondern heute hast du dann auch noch China mit am Tisch, andere globale Mittelmächte zumindest wie Indien ähm, und vor allem auch private Finanzinstitute, so wie BlackRock, die auch noch Entwicklungsländern wahnsinnig viel Geld gedient haben in den letzten 10, 15 Jahren. Und wenn die dann alle an einem Tisch sitzen ähm, und sich einigen sollen, wer jetzt wem zuerst die Schulden erlässt, dann dauert es halt naturgemäß sehr lange. Das heißt, wenn du einmal pleite bist, dann bleibst du da sehr lange drin stecken. Was halt verheerend ist, ähm, aus humanitärer Sicht, weil ähm, sobald du pleite bist, beschleunigt sich nochmal diese humanitäre Abwärtsspirale. Ne? Also da gibt Studien, die sagen, wenn Du länger an der Staatspalte bist, dann schrumpft ähm, relativ bald die Lebenserwartung der Menschen. Also die leben dann einfach wirklich im Durchschnitt weniger Jahre. Und wenn es länger als drei Jahre dauert, dann schnellt plötzlich die ähm, Kindersterblichkeitsrate massiv nach oben. Also dann sterben einfach auch noch ganz viele im sehr jungen Alter. Das sind ganz viele Punkte, an denen ich einhaken möchte, weil ich ja. das erklärt haben möchte. Ja. Ich fange mal hinten an. Du hast gesagt, früher hätte man den IWF. Gefragt. oder den Paris Club. Seit wann geht das nicht mehr? Diese Folgen dieses Ganzen, die sieht man tatsächlich erst seit ein paar Jahren. Also es fing so in der Pandemie an dass sich das geändert hat strukturell das hat halt so in den Zehner Jahren angefangen also kurz nach der Weltwirtschaftskrise Finanzkrise Lehman Brothers Pleite und so weiter also ja. so, so, eigentlich so 2010 da war dann ja sag ich mal Finanzkrise halbwegs durch Wirtschaftskrise halbwegs durch und die ganzen Notenbanken haben ihre Zinsen ähm, runtergeschraubt, äh, meistens auf null, und das ist auch jahrelang so geblieben. Und das heißt, du kriegst halt sehr wenig Zinsen, was halt, äh, wenn du jetzt einen Kredit nimmst, natürlich toll ist, weil du dann wenig Zinsen zahlst, was als Bank aber natürlich zum Beispiel doof ist, weil du dann ähm, halt wenig verdienst. Also weil für dich sind die Zinsen ja dann deine Einkünfte. Und deshalb ähm, haben halt damals äh, private Institute stärker angefangen, ähm, in Entwicklungsländern ähm, zu investieren, weil du da halt höhere Zinsen verlangen konntest, ne? ähm, weil das halt dann außerhalb dieses Zinsraum zu. So, okay, weil die nicht gebunden waren an die Zinsen. Genau, dann. so und das heißt da, da konntest du halt, ne, konntest du Kredite vergeben und die waren dann höher. Bei Sri Lanka kam dann noch dazu, das war auch gerade die Zeit, wo sich äh, da die Singalesen und die Tamilen ähm, endlich mal befriedet haben nach irgendwie fast 25 Jahren Bürgerkrieg. Das heißt, das Land galt halt on top auch noch als sogenannte Nachkriegswirtschaft. Kennt man noch aus Deutschland, ne, na, eine Nachkriegs Zeit bedeutet oft auch wirtschaftlichen Boom, weil da ganz vieles ja. wieder aufgebaut wird. Das heißt, es war nochmal doppelt attraktiv. Ne? Also, das war nicht nur, wir suchen generell mal nach anderen Investitionsmöglichkeiten, sondern Sri Lanka war auch noch eines dieser Länder, wo das besonders gut gepasst hat. Und das fiel zeitlich auch noch zusammen. Und wenn ich das richtig begreife, kommen jetzt von beiden Seiten Problematiken hinzu, weil beide Seiten, die Kreditgeber und Kreditnehmer Sri Lanka eigentlich gedacht haben, das ist eine gute Situation, wo mhm. man sich Geld leihen und auch Geld verleihen kann, weil die die Kreditgeber haben, was du gerade erklärt, bessere Zinsen gekriegt, weil sie Entwicklungsländer mhm. ausstaffieren und Sri Lanka hat plötzlich mehr Möglichkeiten, nicht nur beim IWF, sondern auch bei privaten Firmen Kredite genau. zu, zu leihen. Und top kamen auch noch die Chinesen, die ja, das ging schon ein bisschen eher los, schon vor der Finanzkrise angefangen haben, sich zur globalen Supermacht zu entwickeln und gesagt haben, wir wollen halt auch mehr geopolitischen Einfluss, mehr geoökonomischen Einfluss und dann eben Entwicklungsländern immer mehr Geld geliehen haben, um eben auch diesen Einfluss über diesen Hebel zu gewinnen. Das heißt, wenn du jetzt so eine Regierung warst wie eben die Regierung in Colombo, in Sri Lanka, dann konntest du, also mit so einem Ökonom gerät der hat das so schön formuliert, du konntest du praktisch aussuchen, von wem du dir denn jetzt Geld leist. Ne? Also es war ja. richtig so eine, könnte ich sagen, so eine goldene Ära der Schulden. Ne? Also das, dir wurde das Geld praktisch nachgeworfen aus allen Richtungen. Und das war natürlich völlig anders als vorher, weil vorher war es dann ja vor allem, du musstest halt zum IWF gehen und das war dann oft an diese Austeritätsbedingungen ähm, geknüpft. ne? Also du musst dann sparen, die Wirtschaft umbauen und so weiter und so fort. Und hier war es halt einfach, du hast Geld gekriegt. und ähm, Musst du irgendwann zurückzahlen mit den Zinsen. Musst du irgendwann zurückzahlen mit den Zinsen. Die Zinsen waren auch ein bisschen höher als ähm, vorher, aber das hast du ja in Kauf genommen, weil ähm, genau so. Das funktionierte halt in relativ vielen Ländern erstaunlich gut, aber das Problem war, dass da eben auch oft Regierungen am Hebel saßen, die das Geld jetzt nicht immer wahnsinnig weise investiert haben. In Sri Lanka hatten wir dieses eine Beispiel, da sind wir dann durchs Land gefahren, auf so einer Autobahn. Ja, Die war halt moderner und neuer als jede deutsche Autobahn, an die ich mich jetzt erinnern kann. Aber wir waren fast alleine, weil die kostet halt Maut und das kann sich kein Mensch leisten. Das heißt, die haben da irgendwie, das war glaube ich von den Chinesen oder von den Japanern, also so von bilateral. Krediten, haben sie für Milliarden von Dollar irgendwelche Autobahnen gebaut, in der Hoffnung, da kommt ganz viel Tourismus oder was auch immer? Und jetzt hast du da halt lauter, ja, ich sag mal, lauter Milliarden in Beton versenkt und hast eigentlich gar nichts davon. Ne? Die Sonne brät da jetzt drauf und die Dinger gehen langsam kaputt und verfahren werden sie auch ziemlich wenig. Und korrupte Politiker haben oft noch was in die eigene Tasche gesteckt, weil, na, ne, dann irgendwie das ja die Baufirma und so weiter. So ja. genau. Ähm, ein bisschen was abgezweigt, ne? So, das heißt, du hattest halt so ein sehr ähm, Geberfreundliches Umfeld, hast ganz viel Kredite bekommen, ähm, und musstest erstmal dich gar nicht sorgen, dass du das jetzt irgendwie besonders weise investierst, weil du konntest ja einfach dann auch neue Kredite holen und ganz oft halt auch dann alte Schulden mit neuen ablösen und so weiter. Das heißt, es ging halt erstaunlich lange wirklich gut. Und dann ist die Blase halt irgendwann geplatzt, ne, weil dann kamen halt zwei sogenannte externe Schocks hintereinander in zwei Jahren, erst, ähm, die Pandemie und dann der Ukraine-Krieg. Und beides hat ja global Schockwellen, ähm, wirtschaftssystem geschickt und das haben halt viele dieser Länder ähm, dann auch gespürt. Ja, lass uns da gleich mal bleiben. Wie hat sich das denn bei bei Sri Lanka dann ausgewirkt? Also bei Sri Lanka kann man sagen, die hatten während der Pandemie vor allem das Problem, dass ihr Tourismus in die Knie gegangen ist, natürlich, ne. Du konntest ja nicht mehr reisen. Wir erinnern uns alle. Wichtiger Wirtschaftszweig nehme ich an. Und genau, das waren damals weit über 10% des Bruttoinlandsprodukts, ne. Also das hat richtig, richtig reingehauen. Ja. So. Und, und da war es dann halt schon, wie gesagt, wir sprachen darüber, das ging halt jahrelang gut, aber es ging natürlich auch nur so ein bisschen versteckt gut, ne. Also die haben ja, kann ja sagen, 2010 angefangen, sich immer mehr Geld zu leihen. Ähm, dann haben sie irgendwann Mitte des Jahrzehnts mal sogar mal versucht, die Wirtschaft zu reformieren und zu sagen, wir müssen mal irgendwie mehr exportieren und weniger importieren. Wir leben hier ständig über unsere Verhältnisse. Dann wurde diese Reform aber irgendwann wieder einkassiert, weil der Druck war ja nicht da. Ne? Ja. Dann es einen Regierungswechsel, der hat dann nochmal schön die Steuern gesenkt, obwohl die Schulden eh schon stiegen, aber war ja alles kein Problem. Ähm, Man muss ja die Leute ja auch gewogen halten. Wir haben ja neue, ne, wir, wir können uns ja neue Kredite holen und läuft ja alles irgendwie und der Tourismus, das wächst ja auch, ne, dann bauen wir nochmal ein paar blinkende Gebäude in die Hauptstadt und so, da kommen dann bestimmt auch die Touristen. Und dann kam die Pandemie, bam, so, ne? und dann ist es halt, ist der, der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes halt, wirklich plötzlich abgeraucht und die Schulden sind halt innerhalb von, na, ein, zwei Jahren wirklich ähm, massiv nochmal explodiert, also sind dann weit über das Bruttoinlandsprodukt gestimmt. Also sie hatten sozusagen weit mehr Schulden auf dem Kontor, als sie überhaupt an Wirtschaftsleistung haben. Dann gibt es sogenannte Ratingagenturen, die dann immer sagen, wie kreditwürdig du bist. Die waren dann schon Ende 2020 an dem Punkt, dass die eigentlich gesagt haben, den kann man eigentlich kein Geld mehr leihen hat dann auch kaum noch jemand gemacht. Die haben dann aber, also die, die Regierung in Colombo hat dann aber nicht äh, gesagt, ja, äh, wir sind praktisch pleite, sondern die haben dann irgendwie noch versucht, das so rauszuzögern haben dann ihre Zentralbank anfangen lassen Geld zu drucken sagt man also ist sie quasi ne wenn dann Kredite ausliefen dann musste die Zentralbank das aus ihren Devisenreserven bezahlen und ähm, die sind aber natürlich auch endlich das heißt dass die schmolzen dann auch noch so dahin und das war eigentlich schon Ende 2020 absehbar dieses Land das ist bald pleite das weiß sogar ich dass das als Gegengewicht notwendig ist Reserven zu haben damit ja damit das kein Wertverlust insgesamt passiert, richtig? Ja, genau. Also das hat viel mit Währungspolitik dann auch zu tun. Und weil man dann keine neuen Kredite mehr kriegte, um die alten Schulden zu bezahlen, die aus den alten Krediten bestanden, war dann irgendwann Feierabend. Genau, dann war irgendwann Feierabend und dann ist erstmal die Währung durch die Decke gegangen ne also der Wechselkurs ja. und die Inflation dann eben auch ne? also das heißt es wurde alles plötzlich viel viel teurer und das trifft natürlich alle Menschen die in so einem Land wohnen ne? gerade wenn so ein Land relativ wichtige Dinge halt auch importieren muss ne also die haben zum Beispiel bei Sri Lanka wird sehr viel Benzin und Treibstoff importiert die die Leute natürlich brauchen. Sehr viele Medikamente, was natürlich besonders fies ist, wenn dann plötzlich die Medikamente fehlen in den Krankenhäusern und teilweise auch Nahrungsmittel tatsächlich. Und das heißt, du hattest dann plötzlich wirklich so eine geballte Energie-, Nahrungs- und Gesundheitskrise in dem Land. Und es wurde halt alles teurer und es wurde nicht nur teurer, sondern es wurde auch knapper, weil du natürlich auch einfach weniger Geld hattest, die Sachen überhaupt zu importieren. Das UNDP, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, weist in seinem jüngsten Bericht vom Juli 2023 rund 165 Millionen Menschen aus, die allein im Zeitraum von 2020 bis 2023 verarmt sind. Mehr Menschen als ein Drittel der EU-Bevölkerung. Drei von ihnen, Odeni, Danush und ihr Großvater, leben in der Siedlung Yanaudanagama was sich mit Dorf der glücklichen Menschen übersetzen lässt, schreibt Stefan in seiner Reportage. Auf einem Foto darin sieht man ein kleines Haus, dessen türkisfarbene Außenwände große Flecken aufweisen. Davor steht die 26-jährige Udeni mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm. Ich habe dann ja drei Tage mit dieser Familie zusammengesessen. Bei ähm, Familie wäre jetzt auch übertrieben. Das waren ja nur noch der Bruder und die Schwester übrig. Die Mutter ist äh, inzwischen in Saudi-Arabien, arbeitet da als Putzhilfe, ähm, um noch irgendwie Geld ranzuschaffen, hat sich dann aber irgendwann von der Familie losgesagt und den Kontakt abgebrochen. Und der Vater ist halt, der war Früchtehändler und der ist dann über diese ganzen Verwerfungen war eh charakterlich schon nicht ganz stabil und ähm, ist dann halt, als dann wirklich da immer mehr Druck auf dem Kessel war, dem Alkohol verfallen, hat dann auch noch das wenige, was er verdient hat, versoffen. Also dann hat er noch viel schlimmere Sachen angestellt, wurde dann vom Gericht äh, zu einer hohen Schadensersatzzahlung verurteilt ähm, und ist seitdem abgetaucht. Das heißt, Mutter und Vater sind beide weg. Da sitzen wirklich nur noch der Bruder und die Schwester. Die Schwester hat einen fünfjährigen Sohn, den sie dann irgendwie durchbringen muss und dann ist da noch der 83-jährige Großvater, also der Vater des Vaters, der auch noch mit denen im Haus lebt. Das heißt, diese beiden Kinder, diese 26-jährige Tochter und ein 17-jähriger Sohn, bringen da gerade eine vierköpfige Familie durch. Und das geht nur. Jetzt kommen wir zum Anfang zurück, weil Danush, das ist der 17-jährige Sohn, eben nicht mehr zur Schule geht, nicht mehr seine Qualifikation verbessert, die ihn für bessere, vielleicht lohnendere Arbeit qualifizieren. Könnte, sondern Tag für Tag äh, am Floß steht und Sand schippt. Genau. Was macht Udini? Udeni ähm, hat zwischenzeitlich in der Textilfabrik gearbeitet, auch irre lang, also irgendwie von 7.30 Uhr bis 22 Uhr teilweise. Dann wurde aber Oshada krank und dann konnte sie halt nicht mehr weiterarbeiten. Und das war dann auch der Punkt, wo Danusch dann angefangen hat zu arbeiten und wo er dann endgültig die Schule geschmissen hat. Da war er übrigens erst gerade 16. Also es geht schon eine Weile, ja. Und wir waren dann ja auch in seiner Schule, vielleicht ist das noch interessant ja. als Detail, ähm, und haben mit seiner ehemaligen Lehrerin geredet und die meinte halt, dass das bei ganz vielen so ist, ne? dass inzwischen ein Drittel ihrer Schülerinnen nicht mehr kommen, sondern irgendwie arbeiten gehen. Die Mädchen, die machen dann oft was im Haushalt, passen dann auf die jüngeren Geschwister auf, damit die Eltern länger arbeiten gehen können, also machen praktisch den Babysitter und die Jungs, die müssen dann halt selber ran und müssen selber irgendwie Geld ranschaffen. Teilweise, so hat es Danuschs Lehrerin Stefan erzählt, kommen die Kinder schon ab der fünften Klasse nicht mehr zum Unterricht, weil ihre Arbeitskraft dringender gebraucht wird. Die fehlende, abgebrochene Bildung ist aber nur ein Baustein in einem der konzentrischen Teufelskreise, die durch die Schuldenkrise ausgelöst werden. Denn wenn durch die Inflation plötzlich alles teurer wird, aber alle viel weniger Geld zur Verfügung haben, dann muss man nicht nur an der Ausbildung sparen sondern irgendwann auch an den grundlegenden Dingen wie Energie, Medizin oder Essen. Kurzfristig hast du halt dieses, was wir auch gesehen haben in der Familie, Mangelernährung von unter Fünfjährigen. Das ist zum Beispiel auch durch die Decke gegangen. Da gab es irgendwie so Studien, dass fast die Hälfte der unter Fünfjährigen ist mangelernährt in Sri Lanka inzwischen. Das hast du auch an der Familie ganz deutlich gesehen. Ne? so da gab's dann auch so rührende Szenen wie dass der 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 kleine Sohn ne der lief da dann immer rum und hat immer gesagt ich habe Hunger ich habe Hunger so ne und wir hatten aber halt nichts so und ähm, hat Udeni erzählt manchmal hat sie ihn dann einfach früher ins Bett geschickt ähm, so in der Hoffnung dass er dann halt schläft und seinen Hunger dann nicht mehr spürt so ja, das war ein, auch einer der bewegendsten Momente, wo sie dann auch so gesagt hat, so, sie fühlt sich wie eine Versagerin, weil welche Mutter lässt ihr Kind hungern, ne? Und, ähm, das haben uns auch noch andere Mütter erzählt in dem. Orte und in dem Umfeld. Das wären so diese ganz existenziellen, unmittelbaren Folgen, die du spürst und dieses mit der Bildungsmisere, ist dann natürlich so eine mittel- bis langfristige Folge, dass du sagst, der kann jetzt nicht mehr arbeiten, geht jetzt halt nicht mehr zur Schule, wird aber wahrscheinlich dann auch nicht wieder zur Schule gehen können. Und beraubt sich damit ja so ein bisschen auch seiner Chance auf eine bessere Zukunft. Weil er kurzfristig Agieren muss ja. und später dann nicht mehr rückreagieren kann. Ne? Ja, und er hat halt auch keine Wahl, ne? das, ja, ist halt genau. das, das ist halt das Fiese daran. Und dann sitzen da wirklich diese beiden Geschwister, wo du wirklich denkst: so, gerade die Udeni, die, die war so, so blitzgescheit, würde ich sagen. Ne? Also, das ist das Gefühl, die hat alles sofort gecheckt, Menschen, Situationen, alles und so, hat sie da das Ganze gemanagt von ihrer Familie, ihr Kind ist noch arbeiten gegangen und so weiter. Und hat sich noch um ihren Bruder gekümmert. Würde die irgendwo anders leben, dann hätte sie sich wahrscheinlich wer die Managerin oder wird sich irgendwas ja. aufgebaut? Und einfach nur, weil du da geboren bist, hast du irgendwie das Leben, was du hast, was du bist in so einer Geschichte, die eigentlich gar nicht deine sein sollte. Und ähm, das hat mich eigentlich am meisten daran berührt, muss ich sagen. Und ja. ich hatte mich dauernd so eine Geschichte erinnert von Antoine de saint exupéry diesem der kleine Prinzautor. Ja. Der hat ja auch andere Bücher geschrieben. Der saß mal in so einem Zugabteil mit polnischen Wanderarbeitern und dachte, das Kind, was da vor mir sitzt und schläft, das sieht eigentlich aus wie eine Musiker. Das hat so Musikergesicht. Vielleicht ist das ein Mozart, der nie mit Musik in Berührung kommt, ne? Also so dieses bist du irgendwie auch Teil deiner Umstände und musst irgendwie trotz dieser ganzen widrigen Umstände, ne, versuchst du irgendwie dir deine Würde zu erhalten und, und machst halt so viel du kannst, um trotzdem dein Leben voranzubringen. Und das hat mich ja eigentlich am meisten berührt daran. Auch diese Stärke und ähm, wie, wie würdevoll diese Geschwister waren, ne, Und auch wie liebevoll die miteinander waren und weil sie ja auch nur noch sich hatten. Ne? Ja. Könntest du sagen, von aller Welt im Stich gelassen. Das war wirklich bitter. Also. Ja, wenn Mozart kein... Klavier zur Verfügung gehabt hätte, so. sondern den ganzen Tag hätte Sonnenchatten müssen, dann wäre das nicht der das musikalische Genie geworden, wahrscheinlich. Ne? Du hast in dem, in dem Text ganz gut beschrieben, dass Danusch schon manchmal seinem Vater ähnelt und in ja. sich eine große Wut trägt. Und ja. das haben wir noch nicht intensiv besprochen. Was die Auswirkungen dann auf menschlicher und gesellschaftlicher ja. Basis sind. Also das mit dem Vater das stimmt, das haben wir tatsächlich schon beobachtet auch und das hat auch seine Schwester dann gesagt. Also er hat das nicht selber über sich gesagt natürlich, aber sie hat ja. es über ihn gesagt. Und was ich halt so krass fand an diesem 17-jährigen Teenager, war, wie stark der sich von selber aufgegeben hat. Ne? Also wie, wie wenig der noch an sich selber glaubt und an seine Zukunft glaubt. Das war auch wirklich, wir haben ihn dann zum Beispiel gefragt, willst du nicht doch wieder zurück zur Schule, ja, würde ich gerne, aber würde ich eh nicht packen und so. Was würdest du denn gerne arbeiten? Ja, ich würde gerne Motorradmechaniker werden, aber mich nimmt eh keiner bei der Ausbildung und so. Dann hat er irgendwie so, er hat immer so, so singalesischen Hip-Hop uns gezeigt auf seinem Handy. Und dann haben wir gesagt, so ist ja voll cool und so. Und dann meinte die Schwester so, ja, er rappt manchmal auch. Und dann hat er so angefangen zu rappen, ne? Und dann haben wir gesagt, ey, das ist doch voll gut. Willst du damit nicht mal was machen? Ach nee, ich habe da eh kein Talent, ich habe das ja. Also, der, der, der war halt wirklich so, der, der hatte so überhaupt gar kein Selbstvertrauen. Und er hat auch überhaupt keinen Glauben mehr an die Zukunft. Also seine Schwester hat über ihn sowas so sinngemäß gesagt, der glaubt eigentlich schon jetzt nicht mehr daran, dass die Zukunft gut wird. obwohl er ja eigentlich, ne, so mit 17 hat man ja eigentlich noch Träume, sage ich jetzt mal dazu. Und das war so krass, wie der wirklich so, also der wirkte eigentlich wie so ein, teilweise wie so ein, so ein alter, verbitterter Mann, der irgendwie jahrzehntelang nur irgendwelche irgendwelche Rückschläge erlebt hat und ich glaube, da kommt natürlich auch diese Wut her, dass du einfach merkst, egal was ich mache, so ich ich, äh, ich kann nichts erreichen und am Ende schützt ihn noch so ein bisschen seine Jugend. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, der ist am Leben zerbrochen dafür. Ich glaube, das kann man mit 17 noch gar nicht sein. So also meistens hoffe ich jedenfalls. Sein lebst irgendwas noch viel Schlimmeres. Aber ähm, der war auf jeden Fall schon so krass vom Leben gezeichnet, so dass man eigentlich keinen 17-Jährigen wünscht, der eigentlich sich überlegen sollte, wie er Mädels kennenlernt oder was auch immer oder Jungs oder so. Gibt es denn Möglichkeiten, dass Udeni und Danush aus den, den konzentrischen Teufelskreisen ausbrechen können? Ja, also ich bin ja normalerweise immer sehr, sehr für lösungsorientierten Journalismus. Ich muss sagen, ich bin in dem Fall auch recht verzweifelt so. Ähm, Klar, sie hat also sie hat zumindest gesagt, sie will äh, sie will am liebsten ins Ausland, ne, da weg. Auch dieses Haus hinter sich lassen, wo sie ja immer noch drin leben. Aber wie wie soll das gehen, ne? Also wenn es jetzt nicht irgendeinen ja <laughs> einen großzügigen Retter gibt, der die da rausholt, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ähm, das Ding ist halt auch, das ist ja nur eins von Millionen Beispielen. Also das heißt, du könntest das, was ich da jetzt so in einer Geschichte erzählt habe, das könntest du halt eigentlich 165 Millionen Mal in ähnlicher Form wahrscheinlich erzählen. Und klar wird es da Leute geben, die es irgendwie schaffen. Und ich würde denen ganz besonders wünschen, dass sie es schaffen, natürlich, weil ich die jetzt so, so eng begleitet habe und auch echt so eine persönliche Bindung zu denen habe. Aber also, das ist wirklich zum Verzweifeln und ähm ja, es gibt so ein paar Ansätze, die sind nicht sehr realistisch, aber vielleicht reißen wir sie kurz an, damit es nicht ganz so verzweifelnd hier wird. Das ja, ist also ganz die, so die nächste Frage, Stefan, wäre ja gewesen, was kann systemisch getan werden, dass du da mit, mit den Ökonomen, mit denen du gesprochen hast, Ansätze ausmachen können? Sag mal, da wäre ja eine Sache, um die es gehen sollte, die ganz wichtig wäre, dass wenn du halt als Start pleite gehst, dass du schneller da wieder rauskommst, ne? Und da gibt's so einen Ansatz, der nennt sich Landing to Arrears. Das bedeutet dann halt, dass wenn du, ich sag mal, du prescht vor, keine Ahnung, jetzt. Deutschland, ich bin rum, ne, hat irgendeinem Entwicklungsland Geld geliehen und sagt als halt erst, okay, wisst ihr was, wir erlassen euch 30 Prozent. Genau. Und dieses Konzept, Landing to Arrears, das würde dann ungefähr so funktionieren, dass es so ein Cut off datum gibt, ab dem du dann halt, ne, also wenn du dann die Schulden erlässt, dann müssen die sich vertraglich halt verpflichten, dass sie dann das Geld nicht nehmen, um dann an anderer Stelle Schulden zurückzuzahlen, ne? Also, dass du quasi keinen Nachteil dadurch hast. Kurz eingehakt, müssen sich dann nicht die anderen auch committen und sagen, wir fordern dann, dann nicht in solchen Fällen? Ja, klar, also das ist so ein Ansatz, aber so richtig, richtig kommt man da auch nicht voran. Und ich glaube, also ja, man kann es halt leider nicht anders sagen, die Welt ist da ganz schön zynisch an der Stelle. Ne? Ich wollte gerade sagen, also viel, viel Einig Einigkeit erwarte ich da eigentlich nicht bei so einer Probleme. Nee, oder? weil du natürlich immer an deinen eigenen Vorteil denkst ja. und das Problem an diesen Entwicklungsländern, das hat sogar der, der, der UNO-Generalsekretär Guterres gesagt die interessieren halt keinen Menschen ne also das ist so die haben halt ökonomisch so wenig Gewicht selbst wenn jetzt so ein ganzes Land wie Sri Lanka Pleite geht das ist für die Weltwirtschaft ist Peanuts das heißt du hast jetzt ja nicht irgendwie dass du selber davon betroffen wärst ja das heißt du hast jetzt keine große intrinsische Motivation ihnen zu helfen außer vielleicht dass wir alle Menschen sind und vielleicht nicht wollen dass 165 Millionen Menschen so leben müssen wie dieses Geschwisterpaar da und ähm, es gibt ja halt diesen Begriff Kicking the Can down the road. Das fand ich halt ein besonders äh, bitteres Bild, ne? Das heißt, wie so eine so ein Staat wie Sri Lanka ist wie so eine rostige Büchse. Und immer wenn er in die Quere kommt, dann schießt du ihn ein Stück die Straße runter. Was halt dann halt bedeutet. Irgendwann erlässt du ihm vielleicht so ein bisschen was von seinen Schulden, aber halt gerade nur so viel, dass es jetzt nicht irgendwie zur Vollkatastrophe kommt. Ne? Also dass es jetzt das Land komplett abraucht und du mit Millionen von Geflüchteten dealen müsstest. Oder halt, sagen wir mal, der Staat so pleite ist, dass die meisten ihrer Gläubiger höchstwahrscheinlich einen Großteil ihres Geldes verlieren können. Ja. Weil so ist es ja einfach, du hast dir Geld geliehen, du kriegst es jetzt nicht zurück, aber vielleicht ja in ein paar Jahren dann oder so und dann bist du raus aus der Nummer. Und wenn so ein Land so komplett abstürzt, dann ähm, dann geht das aber nicht. Das heißt, es wird immer gerade so genug das heißt, getan, dass getan, dass die halt wieder, irgendwie ja. nicht ersticken, aber dass die irgendwie, weil sie nicht, noch am ersticken gehalten werden, so und ich habe auch so auswärtigen Amt und irgendwie Entwicklungsministerium in Deutschland und so mal geredet. Da gibt es dann auch so Leute, die sagen, na ja, in ein paar Jahren dann halt die nächste Runde und in noch ein paar Jahren dann halt die übernächste Runde und so so ist es halt das, ne? Also das das geht ja auch schon seit Jahrzehnten so und du hast halt wirklich so diese, ja, so ein, so ein globales System, was sich eigentlich so stabilisiert hat, dass, dass diese Länder, pff, ja, da eigentlich nicht wirklich rauskommen aus der Nummer. Die Menschen dann auch nicht. Und ne? die Menschen dann halt auch nicht. Und das Einzige, was passieren könnte, es gab in den 70ern mal so eine richtig krasse Krise, da waren die Schulen noch viel höher und da war das alles noch, noch viel schlimmer. Und da war dann irgendwann der Punkt, dass sich wirklich die 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 Gläubiger geeinigt haben, einigen mussten, weil sonst wäre genau das passiert. Die hätten wirklich einen Großteil ihres Geldes verloren. Und da war die humanitäre Krise dann halt auch so groß und so sichtbar, dass halt auch der öffentliche Druck größer war. Also das heißt, höchstwahrscheinlich brauchst du einfach noch viel mehr Leidensdruck, damit sich da was tut. Und das ist natürlich. Unfassbar zynisch, wenn man sich das mal alles so, ähm, so, so vergegenwärtigt. Ne? Ja. Und dennoch würde ich jetzt sagen, nach allem, was du mir erzählt und erklärt hast, ist das ja, ich sage mal, eine dramatische Entwicklung, die aber auf einem grundsätzlich systemischen Fehler basiert, ja. wo es gar nicht, gar nicht sein kann, dass die eine Partei, dass die, ich nenne es jetzt mal einfach, die globalen Schuldner, sich durch eigene Kraft irgendwie auf die globale Gläubigerseite retten können, weil die Gläubiger daran interessiert sind, dass es eben dieses System gibt. Eigentlich muss man doch daran was ändern, wie das ganze Finanzwesen funktioniert. Hm. Oder ja, nicht? klar. Klar. <lacht> <lacht> Natürlich sollte man das tun. Ähm, ist nur die Frage, wie willst du das machen? Es gibt halt keine globalen Regeln dafür. Es gibt auch keine, ähm, ja, kein Weltfinanzministerium was oder keine Weltnotenbank die da irgendwas dran dreht. In, in Wahrheit das ist es ja einfach so, man, ich habe jetzt mit allen Seiten geredet, ich kann doch alle Seiten irgendwie verstehen, ne? Also Ja klar, man will ja auch kein Geld verlieren, wenn man irgendwie damit sein Geschäft betreibt. Nee, und du weißt ja auch gar nicht unbedingt, ob jetzt der Staat das Geld in irgendwelche sinnlosen Autobahnen versenkt oder so, ne? Also mhm. gut, das wusstest du vielleicht schon in dem Fall. Das war eher dann konkret für das Projekt, aber ich sag bei anderen Projekten weißt du es vielleicht auch nicht. Und bei manchen Dingen hast du dir vielleicht auch erhofft, das würde jetzt den Tourismus fördern oder was weiß ich, einen Immobilienboom. Urbanifizierung, ähm, bla blub. Also, ähm, es gibt ja auch oft immer viele gute Gründe. Also ich würde es auch nicht sagen, da sitzen jetzt irgendwelche ne, bösen Geldgeier mit bösen Absichten. Aber was natürlich schon so ein bisschen da drin steckt, ist, weil sie das wäre vielleicht so eine so eine Root Cause von diesem System, dass ähm, es fehlt halt einfach die Menschlichkeit. Ne? Also solche Schicksale wie da jetzt diese Geschwister, das bleibt halt oft unsichtbar oder unterbelichtet. Und ich glaube, also, wenn wir uns damit stärker verbinden würden wieder, also uns überhaupt wieder stärker mit unseren Mitmenschen verbinden würden, dann könnten wir gar nicht mehr das so weit kommen lassen, ne? Es ist mir auch wahnsinnig schwer gefallen das aufzuschreiben wenn ich ehrlich bin ich habe da ewig lange für gebraucht Ich habe jetzt irgendwie weil das so so erdrückend war ich habe jetzt teilweise echt einfach nicht ertragen habe ja das war wirklich so ich hatte richtig bin so einem Weltschmerz versunken so es war irgendwie echt ganz ganz schlimm so auch die tränen die das was ich dann aber für mich gedacht habe ist halt wirklich wie wichtig das wäre dass wir ähm, das zumindest in einem gewissen Ausmaß ähm, auch wieder aushalten lernen uns mit solchen Schicksalen auch zu beschäftigen und das nicht so von uns abzutrennen, dass man das einfach mal bewusst zulässt, dass man Mitgefühl hat für solche Menschen, weil ich glaube, wenn wir unsere Menschlichkeit stärken, dann hätten wir vielleicht auch irgendwann ein menschlicheres Wirtschafts- und Politiksystem und dann ähm, würden solche Menschen vielleicht nicht mehr ganz so krass ähm, ausgebeutet und ähm, ich glaube, das ist das, was man machen kann, und ähm, ja. Wenn ich ehrlich bin, dann ist der erste Reflex nach Stefans Schlussworten gewesen. Ja, das wäre schön, aber das wird ja eh nicht passieren. Der zweite Gedanke war allerdings, Moment mal, wenn ich die Möglichkeit schon virtuell gar nicht zulasse, dann bediene ich sofort diesen Zynismus, den ich im System beklage selbst. Wenn ich gleich davon ausgehe, dass es sowieso nicht klappen kann, dann mache ich es mir sehr, sehr einfach. Denn dann gebe ich von vornherein auf und lasse es eben nicht zu, dass meine Menschlichkeit mich leitet und mich dazu bewegt, über dieses Dilemma nachzudenken. Und das Schicksal von Odeni und Danush an mich heranzulassen, stellvertretend für Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Das war Acht Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Stefan Schulz dafür, dass er mich mit dieser Geschichte zum Nachdenken gebracht hat. Und ich danke ihm dafür, dass er hier von seinen Gedanken und seinen Recherchen erzählt hat. Für den Menschlichkeitsimpuls danke ich ihm insbesondere. Ich danke Janis Schakarian dafür, dass er die weitere Produktion dieser Folge übernommen hat, als ich schon im Urlaub war. Und wie immer danke ich ihm für die redaktionelle Begleitung. Ich danke Philipp Fakta dafür, dass er diese Episode von 8 Milliarden klanglich veredelt hat. Und auch für das nimmermüde Angebot, immer zu helfen, wenn jemand im Ressort Hilfe braucht. Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Unsere Folgen hören und sie kommentieren, wenn Ihnen danach ist. Die E-Mail-Adresse ist 8.milliarden@spiegel.de. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr Olaf Häuser.